N. Die BR4, BR5-Welle in Österreich ist bereits gestartet. Die Neuinfektionszahlen steigen. Es gibt nach wie vor Impflücken, auch unter Risikogruppen. Wie wirkt sich diese Mischung jetzt in den Spitälern aus? Wie könnte sie sich in ein paar Wochen auswirken? Fragen dich jetzt den anerkannten Infektiologen, der immer rechtzeitig vor diversen Wellen gewarnt hatte, Primar Richard Greil stellen werde. Und ich freue mich, ihn jetzt per Zuschaltung aus Salzburg begrüßen zu können. Hallo, Herr Primar. Grüß Gott, Frau Daniel. Wie sehen Sie denn die aktuelle Lage? Also wir sehen sehr, sehr stark steigende Infektionszahlen. Wien ist derzeit offenbar Hotspot. Wenn man sich aber die Positivitätsraten in manchen Bundesländern anschaut, hat man das Gefühl, dass in ganz Österreich die Dunkelziffer auch sehr hoch ist. Wird das ein Problem oder ist das durch Omikron für Spitäler nicht so problematisch? Nein, das ist selbstverständlicherweise mit großen Problemen für die Zukunft verbunden. Durch die Zurücknahme der Testraten ist sozusagen die Sensitivitätsschwelle für die Entdeckung der Zunahmen deutlich geringer geworden. Das heißt, wir haben Probleme, rechtzeitig genug zu erkennen, dass eine Zunahme da ist. Wir haben eine geringere Bremszeit sozusagen für Maßnahmen, die der Eindämmung der Ausbreitung der Infektion dienen. Es ist erkenntlich, dass wir das zunehmend vor allem an der Hospitalisierungsrate oder fast nur mehr an der Hospitalisierungsrate ablesen werden können, ein bisschen aus den Abwasserdaten, die kommen. Aber Faktum ist natürlich, wir haben diesen Sommer keinen Nullstand sozusagen erreicht gegenüber den vorigen Sommern. Wir sehen eine starke Zunahme in der Projektion des Konsortiums, ist das für heute Morgen in etwa zwischen 5.000 und 20.000 Infektionen, etwa 10.000 im Medianwert sozusagen vorgesehen, das trifft das ziemlich genau. Es ist eine sehr stark steigende Kurve, exponentiell steigend. Was wir in den Spitälern sehen, ist, dass es zu einer Zunahme der Hospitalisierung kommt. Wir haben dabei eine zunehmende Aufnahme- und Abtransferrate. Das heißt, aus der Zahl der tatsächlich belegten Betten kann man die Dynamik auch nur sehr teilweise einschätzen, weil natürlich versucht wird, so schnell wie möglich die Patienten wiederum abzutransferieren, wenn das in irgendeiner Weise geht. Und das geht zum Zeitpunkt, wo noch weniger Betten besetzt sind, mit Covid-Patienten in einem Bundesland noch deutlich besser. Aber es haben die Antransfer- und Abtransferraten sich um das Vielfache vermehrt in der Zwischenzeit. Was man in jedem Fall annehmen muss, ist, dass es zu einer starken weiteren Ausbreitung jetzt im Sommer kommen wird. Es ist klar, dass wenn Festivals mit 100.000 Menschen stattfinden, wenn ungebrochene Urlaube genommen werden, was man den Menschen ja nicht verdenken will und kann, aber klar ist, dass bei praktisch fehlendem Schutz und weggelassener Maske etc. mit einer massiven Zunahme der Infektionsraten jetzt im Sommer zu rechnen ist. Was auch klar ist, die bisherigen Maßnahmen, Medikamente, monoklonalen Antikörper etc. wirken gegenüber der BR4 und der BR5-Variante deutlich schwächer. Die Impfabstände sind beim Auslaufen. Ein relevanter Teil der Menschen hat keine ausreichende Immunisierung. Eine Grundimmunisierung verstehen wir heute mit 3 Immunisierungen. Wir wissen nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für die Bereitschaft ist, sich weiter impfen zu lassen. Und wir sehen im Moment jedenfalls, neben dieser Erwartungshaltung, dass es zu einer starken Zunahme kommen wird, dass die aufgenommenen Patienten entweder ungeimpfte oder schwer immunsupprimierte Patienten sind. Sie haben jetzt schon einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die sinkende Immunität. Und da habe ich mir vorher die Zahlen angeschaut. Also zum Beispiel in Wien haben von den über 85-Jährigen, also die es mit sehr hohem Risiko sind, nur 6% die vierte Impfung, in Tirol sogar nur 3%. Wird sich das rächen?
Das ist ohne Zweifel gefährlich, wenn man das so weiter belassen würde. Es gibt noch keine so klaren Impfempfehlungen, aber klar ist aus meiner Sicht, unabhängig von den Empfehlungen, die von Gesellschaften ausgesprochen werden, dass eine Boosterimpfung für die Risikopatienten, ältere Menschen, eigentlich über 60, 65 und mit steigendem Alter zunehmend in jedem Fall notwendig ist. Also eine vierte Impfung sollte man möglichst bald bei jetzt steigenden Zahlen durchführen. Und für die immunsupprimierten Patienten gibt es auch noch keine wirkliche Empfehlung, außer der Center for Disease Control in den Vereinigten Staaten, doch eine sehr relevante Institution, die eine fünfte Impfung für Patienten mit schwerer Immunsuppression empfiehlt. Also was sicherlich klug ist, ist auf der einen Seite den Risikopatienten zu raten, die Vollimmunisierung und eine Boosterimpfung anzustreben, das heißt eine vierte Impfung. Und die immunsupprimierten Patienten sollten sich im Wesentlichen an die sie betreuenden Spezialisten in den entsprechenden Spitälern wenden. Sicherlich sinnvoll ist es auch, einen Impftiter zu bestimmen, auch wenn das nach wie vor umstritten ist. Mhm. Aber wir sehen Patienten, die nach vorangegangenen drei Impfungen immer noch sehr, sehr hohe Impftiter haben in einzelnen Fällen. Und wir sehen welche, die gar keinen mehr haben. Und das hat zumindest für die Urgenz, für die Dringlichkeit, mit der man eine vierte Impfung empfiehlt, schon auch eine gewisse Bedeutung und ist den Menschen auch, glaube ich, relativ gut vermittelbar. Mhm. Weil sich da sehr viele Menschen nicht auskennen, was wäre da so ein Schwellenwert, wo Sie sagen würden, wenn das unter dem ist, sollte man auf jeden Fall rasch auffrischen gehen? Es gibt keinen wirklichen Schwellenwert dafür, aber wenn die Werte sehr niedrig sind und gepaart mit der Frage Alter und Risikofaktoren, dann wird man umso schneller eine vierte Impfung empfehlen, weil diese vierte Impfung wird mit Sicherheit empfohlen werden bei älteren und Risikopatienten. Und damit würde ich auch nicht zu lange warten. Wir sind in einer massiven Anstiegsphase der Infektionen. Wir müssen auch damit rechnen, dass die Medikamente, die wir jetzt verwenden, eine schwächere Wirkung gegen BA4 und BA5 haben. Das trifft nicht nur für das Molnupiravir und Paxlovid zu, sondern es trifft auch für die monoklonalen Antikörper zu. Sie haben eine Wirkung, auch eine protektive Wirkung. Aber insgesamt natürlich ist die Situation schon so, dass wir Fluchtvarianten haben, die eine schwierigere Behandlung erfordern oder mit sich bringen und eine geringere Wirksamkeit haben können. Daher alles, was man sozusagen aufbringen kann, sinnvoll, sollte man rechtzeitig tun. Mhm. Sie haben es schon angesprochen, man kann davon ausgehen, dass dieses Infektionsgeschehen sich noch ausbreitet, noch verstärkt. Wir sind schon auf einem sehr hohen Niveau. Was würden Sie jetzt empfehlen? Was könnte man machen, um das zumindest halbwegs im Griff zu halten? Also ich denke, dass die Menschen sozusagen mit der eigenen Verantwortung, die ihnen zurückgegeben worden ist, willens oder nicht willens, sehr gut umgehen müssen. Das heißt, man kann sich jetzt nicht darauf verlassen, dass es einen generellen Ausruf von Schutzmaßnahmen gibt, der automatisch dazu führt, dass Menschen geschützt sind, sondern wichtig ist es, tatsächlich die Maske zu tragen. Ich halte das für absolut erforderlich. Das sollte man nicht erst dann tun, wenn die Infektionsraten und die Hospitalisierungsraten extrem hoch geworden sind, weil den individuellen Verlauf ja niemand voraussagen kann. Es ist jetzt sinnvoll, das zu tun, unabhängig, was die Empfehlungen sind. Und das sollte man zumindest in Flugzeugen, in Bussen, in Verkehrsmitteln, in Geschäften etc. tun. Dabei sollten die Menschen auch wissen, und das ist der Nachteil, wenn es keine öffentliche Empfehlung dazu gibt, dass man eine Stigmatisierung sozusagen dadurch erfährt, dass man Masken trägt. Das ist schon sehr, sehr lange bekannt. Erst recht für Menschen, die aus anderen Gründen schon stigmatisiert sind, beispielsweise weil sie farbig sind, gibt es sehr, sehr gute Daten aus den Vereinigten Staaten, dass dann, wenn das auf das Individuum zurückgeht, die zusätzlichen Stigmatisierungen sehr stark deutlich werden und Menschen immer weniger sich getrauen, auch protektive Maßnahmen sozusagen zu ergreifen, aber das ist mit Sicherheit entsprechend notwendig. Menschen, die ein Gefährdungspotenzial haben, sollten große Massenaufläufe entsprechend vermeiden, ohne dass deswegen die Panik ausbricht. Aber es ist notwendig, alles das, was wir bisher im Umgang mit Covid wissen, für sich selber entsprechend anzuwenden und sich auch nicht zu scheuen davor. Letzten Endes geht es immer mehr darum, sich sozusagen um sich selbst zu kümmern. Offiziell ist ausgerufen,
ausgerufen, dass man mit Covid leben muss, was immer das bedeutet. Selbstverständlicherweise müssen wir alle mit Covid leben, aber man muss im Moment davon ausgehen, dass protektive Maßnahmen der Allgemeinheit, wenn sie überhaupt implementiert werden, sehr spät implementiert werden. Daher jetzt ist mit Sicherheit der Zeitpunkt, wo jeder Mensch für sich selber diesbezüglich vorsichtig sein sollte, die Maßnahmen, die es gibt, utilisieren sollte. Auch bei relativ geringen Symptomen eine Testung durchführen sollte. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben auch eine Verschlechterung des Zugangs zur niederschwelligen Testung. Und ohne dass bei auch geringen Symptomen wie Halskratzen, diskreten Fieber das oder subfebriler Temperatur, die auftritt, auch ein Test gemacht wird, der PCR-Positivität bestätigt, gibt es auch keinen Zugang zu Medikamenten bei Risikopopulationen. Und dafür gibt es ein bisschen einen Zeitrahmen. Das heißt, für diese klinischen Symptome wie Fieber, Halsschmerzen, auch Schnupfen, andere Symptome, Muskelschmerzen, Schwäche etc. ist etwa 5 Tage Zeit, einen solchen Test durchzuführen und mit einer Therapie zu beginnen. Aber das ist extrem wichtig, nicht zu zögern und nicht alles nur für eine Sommergrippe zu halten, sondern das ist doch im Wesentlichen und in vielen Fällen definitiv Covid. Mhm. Jetzt berichten Ihre Kollegen in den Spitälern in Frankreich und auch in anderen Ländern, dass sie bei BA5 wieder schwerere Symptome sehen als bei BA1, BA2. Haben Sie auch diesen Eindruck? Weiß man das schon mehr? Also wir haben jetzt in den letzten 6 Monaten von der Normalstation unter Anführungszeichen für Covid-Patienten keinen Patienten mit sehr hoher Sauerstoffpflichtigkeit gesehen. Wir sehen aber jetzt mehr Patienten mit Sauerstoffpflichtigkeit und es ist anzunehmen, dass es deutlich mehr Patienten mit schweren Verläufen geben wird, einfach weil es mehr Fälle gibt. In den Vereinigten Staaten gibt es einen Bericht der Yale-Universität, relativ rezent, wo man interessanterweise während der Omikron-Variante mehr Todesfälle gesehen hat, als man das während der Delta-Variante gesehen hat, obwohl dort die Impfwirkung relativ groß ist. Also man sollte sich ganz grundsätzlich nicht darauf verlassen, dass eine oder die andere Variante weniger gefährdend ist und weniger starke Symptome auslösen kann. Nach wie vor bleibt bestehen, die Zahl der Infektionen entscheidet über die Frage, wie viele Patienten hospitalisiert werden, die Risikoprofile und die Impfungen, wie gut jemand geschützt ist. Und dann gibt es hochgradige Variabilität auf der persönlichen Ebene. Aber es ist evident, dass mit den BA4, BA5 Varianten auch eine gewisse größere Gefährlichkeit kommen kann. Und man muss natürlich sehen, je mehr Menschen infiziert sind, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass es weitere Fluchtmutationen geben wird. Mhm. Gut, das haben wir leider schon mehrmals gesehen, dass es dann immer neue gegeben hat, die entstanden sind. Aber heißt das, wenn diese schiere Anzahl an Infektionszahlen weitergeht, die wir jetzt schon sehen, und laut den Prognoserechnungen könnte das den ganzen Sommer übergehen mit kurzen Knicks und wieder Anstiegen, kriegen wir dann auch ein Problem in den Spitälern, vor allem in den Normalstationen? Wir haben ein ungebrochenes Problem auf den Normalstationen, auf denen ja schwerstkranke Patienten liegen. Das Wort Normalstation wird gewählt, um den Unterschied gegenüber einer Intensivstation im technischen Aufwand sozusagen darzustellen, hat aber wenig zu tun mit der Frage, wer hier jeweils verdrängt wird. Und man muss ganz klar sagen, wir haben eine Gesundheitssystemkrise in Österreich, die nicht verschwinden wird, sondern die sich über die nächsten Jahre wahrscheinlich weiter verstärken wird. Wir haben einen zunehmenden und beträchtlichen Ärzte- und Pflegemangel. Wir haben Menschen, die über 1000 Überstunden im letzten Jahr gemacht haben. Wir haben viele Menschen, die 1,5 Jahre keinen Urlaub gemacht haben als Ärzte oder als Pflegepersonen. Und das ist der derzeitige Status, in dem wir uns befinden, bevor überhaupt die nächste Welle kommt. Wir haben selbstverständlicherweise in Österreich zunehmende Wartezeiten auf gravierende therapeutische Interventionen, für die jede Verzögerung eine Verringerung der Überlebenswahrscheinlichkeit bedeutet. Also ganz klar ausgedrückt, wir befinden uns in einer Grundkrise, die sich nicht verändert hat, auf die sich die jeweilige Covid-Situation aufpfropft. Und hier ist nicht damit zu rechnen, dass eine Besserung eintritt. Eher sind wir kritischer sozusagen aufgestellt und werden das wahrscheinlich auf die nächste Zeit auch permanent letzten Endes sein. Es wird in der Öffentlichkeit sicherlich massiv unterschätzt, welche Restriktionen und Einschränkungen bereits eingetreten sind ohne Omikron, sodass wenige Omikron-Fälle oder Covid-Fälle
Covid-Fälle, scheinbar wenige Fälle sozusagen einfach die Situation immer noch und noch schwieriger machen. Das ist ein Faktum. Das heißt, wer haben möchte, dass das letzten Endes Patienten mit schweren Erkrankungen, Krebserkrankungen, Schlaganfällen etc. auch adäquat behandelt werden können und nicht in Zeitverzögerungen kommen, die lebenszeitverkürzend sind und gefährlich sind, der muss entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen für sich und die Allgemeinheit. Derjenige Patient kann auch später in sehr kurzer Zeit ein Patient werden, der unabhängig von Covid einen raschen Zugang zum adäquaten Medizinsystem braucht und den unter Umständen nicht mehr bekommen kann. Was denken Sie sich dann dabei, wenn Politiker, und das ist die letzten Wochen immer wieder passiert, sagen, man müsse jetzt nichts machen und man könne jetzt eben mit Corona leben, weil die Situation in den Spitälern ja zwischen entspannt und stabil sei? Ja, das entspricht mit Sicherheit nicht den Wirklichkeiten. Die Frage ist eben immer, was der synoptische, der gesamtheitliche Blick ist, auf den Sie schauen. Wenn Sie nur die nackten Zahlen für Covid-Infizierte nehmen, dann würde bei einem voll ausgestatteten, voll funktionstüchtigen Gesundheitssystem diese Zahl von Covid-Patienten natürlich nicht relevant sein dürfen. Das ist völlig klar. Aber Sie müssen die Gesamtheit sehen und die Gesamtheit ist definitiv kritisch. Und das ist das letzten Endes nach meinem Wissensstand in der Mehrzahl der Bundesländer. Das heißt, vielleicht wäre gelegentlich wünschenswert, wenn Politiker sich das auch vor Ort anschauen würden, um mehr einen Eindruck zu bekommen, welche Zahlen und welche Teilausschnitte aus Zahlen dabei auf dem Papier angeschaut werden, ist eine andere Frage. Nach meinem Dafürhalten ist das eine Abwägung zwischen, wenn Sie so wollen, dem, was opportun, was politisch opportun erscheint, auf der einen Seite, und dem Segment an Daten, das Sie herausnehmen, das zu dieser Einschätzung, die man haben möchte, passt. Aber wir sind als unabhängig von den politischen Entscheidungen, die getroffen werden, definitiv als Einzelne gefordert, sowohl für uns selbst, aber insbesondere natürlich auch für alle anderen. Und man darf auch nicht übersehen, dass das paradigmatisch ist. Wenn es nicht gelingt, die Gesellschaft zum Vernünftigen und zur Rücksichtnahme zu überzeugen, was ja keineswegs bedeutet, dass jeder ein asketisches Leben führen muss, sondern ein vernunftorientiertes Leben führen kann und soll, dann werden wir für viele andere Leistungen im Gesundheits- und Sozialsystem auch nicht die Solidarität aufbringen können, die notwendig ist. Und das ist ein massiver Druck auf dem Gesundheitssystem, der im Moment da ist. Wenn wir daher gestatten zu sagen, dass es ein Problem nicht gibt, das es gibt, dann wird es sehr schwierig werden, dass wir andere Fragen in der gleichen Weise nicht auch in Kauf nehmen zu müssen. Schon zum Abschluss, falls diese Appelle nicht gehört werden und die Solidarität auch im Sommer nicht wirklich greift und die Menschen weder Masken tragen noch sich auffrischen lassen, in welchen Herbst gehen wir dann hinein? Das ist sehr, sehr schwierig zu sagen, weil natürlich nicht voraussagbar ist, wie das menschliche Verhalten insgesamt sein wird. Ich gehe aber davon aus, dass nach allem, was wir im Moment an Daten zur Verfügung haben, wir mit einer wesentlichen zusätzlichen Belastung rechnen müssen und dass es daher sehr, sehr kurzfristiger Aufmerksamkeit bedarf und auch einer adäquaten sozusagen Kommunikation der Medizin mit der Öffentlichkeit bedarf, um die jeweilige Situation darzustellen. Und ich denke, das ist absolut notwendig. Also der Ausdruck Leben mit Covid, das ist ein Selbstverständnis, weil wir mit allem leben müssen, was es jeweils gibt. Aber das ist ja keine pragmatische Ansage. Absolut. Dann bedanke ich mich herzlich für das interessante Gespräch, Herr Professor Greil. Gerne geschehen. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es spannend weiter. Bleiben Sie dran.